Anni Friesinger unglaubliche Talente bewiesen hat. Da werden Sie in 50 Jahren noch drauf angesprochen. Sie weiß es schon. Das heißt, Sie wissen jetzt, welche Frage ich stelle. Ja, es geht ums Schwimmen wahrscheinlich, oder? Sind ja Sommerspiele in London, die sind nur 2 Jahre weg. Naja, ich habe einfach versucht, irgendwie mich ins Ziel zu retten und der Mannschaft einfach ins Finale reinzurücken. Und ja, egal wie es geklappt hat, es hat funktioniert. Und ja, jetzt haben wir Gold. Anni verletzt und ohne Erwartungen hingefahren, mit einer goldenen nach Hause gefahren, mit so einer lockeren Einstellung. Ist da eigentlich alles möglich oder war sie doch nicht so locker, wie sie von außen aus gesehen hat? Nein, nein, es war gar nicht locker. Wie gesagt, wir haben 3 Läufe gehabt und ich habe den Mädels hier zu danken. Vor allem die Steffi, die einfach so, so toll die letzten Runden gezogen hat. Und wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gemacht und so haben wir gut gefühlt. Danke, Anni.